Gute, meine Freunde, und willkommen zu diesem anderen Video zu Man of War. Und zwar ist das dieses Mal ein Guide. Und heute geht es speziell um diese netten Kerlchen hier, und Jawohl. zwar die Infanterie. Genau, und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Warum Infanterie? Die Infanterie hat mehrere entscheidende Vorteile in Man of War oder auch generell in anderen Strategiespielen. Wenn ich die Infanterie beherrsche, kann ich sie als Allzweckwaffe anwenden gegen andere Infanterie, gegen Geschütze, gegen Panzer, gegen leichte Fahrzeuge. Na, also quasi der Allzweck-Dosenöffner. Die Infanterie ist im Early Game das Einzige, was ihr habt in der Regel. Das heißt, die ist entscheidend, um euch ganz früh im Spiel wichtige strategische Positionen zu sichern. Klar, man kann sie im Nachhinein vielleicht mit überlegener Feuerkraft wieder einnehmen, aber ihr tut euch damit keinen Gefallen, wenn ihr die wieder einnehmen müsst. Also so eine strategisch wichtige Position kennzeichnet sich ja in der Regel dadurch, dass sie schwer einzunehmen ist und dass man da einen Vorteil hat. Also, wenn man die früh sichert, dann hat man eben auch einen Vorteil ab dem Early Game und kann schon mal wertvolle Punkte sammeln, zum Beispiel im Spielmodus Schlacht. Sie ist wichtig für den Flankenschutz. Das heißt, die Infanterie deckt in den Flanken schweres Gerät, Geschütze, Mörser, Panzer. Na? Sie deckt aber natürlich auch die Flanken dahingehend, dass niemand dadurch sneakt und euch quasi ausspähen kann an den Flanken. Das heißt, zum Abdenken von größeren Gebieten braucht ihr einfach Infanterie. Ihr könnt mit dem dicksten Panzer nicht so eine Riesenstrecke wie diese Map hier, das könnt ihr nicht abdecken, das funktioniert nicht. Ansonsten ist sie natürlich auch in Kombination mit Panzern extrem wirkungsvoll. Die Infanterie läuft vor, klärt auf, deckt die Flanken des Panzers, während der vorrückt. Na, so kann man mit einem Panzer wirklich effektiv arbeiten, ansonsten nicht. Wenn ich den Panzer allein vorfahren lasse, ohne irgendwie mit Infanterie aufzuklären, dann kann er nicht sonderlich weit wirken, weil er nichts sieht. Und würde aus dem Nichts dann letzten Endes weggemacht. Ja. Die Infanterie ist nämlich perfekt für Hinterhalte. Da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema. Infanterie kann ich irgendwo ins Gebüsch legen und einfach nur darauf warten, dass irgendwie ein Panzer vorbeirollt, direkt Steuerung übernehmen und dann werfe ich die AT-Granate dem Panzer auf den Kopf und dann ist Feierabend. So schnell geht das. Oder da liegt einer mit der Panzerfaust und dann ist auch wieder Feierabend. Na, also Infanterie kann versteckt, sehr schlecht aufgeklärt und entdeckt werden, gerade von Fahrzeugen. Das heißt, irgendwo im hohen Gras versteckt ist Infanterie der absolute Fahrzeugkiller. Und mit anderer Infanterie könnt ihr das wieder ausgleichen, weil die andere Infanterie natürlich die Infanterie im Gras wieder schneller entdeckt. Na, das heißt, Infanterie ist genauso gut oder gut für getarntes Vorrücken und gleichzeitig das Aufklären für getarnt vorrückende Infanterie oder getarnte Infanterie. Mit Fahrzeugen schafft ihr das nicht. Gut. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was die Infanterie für Vorteile hat, solltet ihr euch darüber vielleicht kurz Gedanken machen. Wenn wir das verdaut haben, dann beschäftigen wir uns mal mit den unterschiedlichen Typen von Infanterie und was die so alles können. Also ich habe jetzt hier auf dem Feld gerade die reguläre Verstanden. Infanterie der Deutschen. Jetzt bauen wir noch mal ein bisschen was anderes. Jetzt bauen wir noch mal Sturminfanterie und Volkssturm. Die heißen in den jeweiligen Fraktionen natürlich immer ein bisschen anders. Verstanden. Also die haben nicht alle denselben Namen, das macht aber nichts, die können ungefähr dasselbe, zumindest hier diese ersten drei Varianten, die repräsentieren dasselbe und können ungefähr dasselbe. Ich habe hier die reguläre Infanterie Jawohl. als so ein quasi Allrounder. Ich habe die Verstanden. Sturminfanterie wirklich, um Stellung einzunehmen, relativ günstig auch noch. Und ich habe den Volkssturm, Jawohl. ja, das sind die Deppen vom Dienst, die holt ihr dann rein, wenn ihr nichts mehr anderes habt oder wenn ihr schnell Manpower braucht. Oder wenn ihr ein paar Leute verheizen müsst, weil ihr vielleicht eine gut gesicherte Geschützstellung ausheben müsst und da einfach nur ein paar Granaten reinwerfen wollt, und euch das egal ist, ob die da überleben oder nicht, dann schickt ihr den Volkssturm. So viel jetzt erstmal für die grobe Aufteilung. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit diesen drei Standard-Infanterietypen. Was können die? Was haben die für Vorteile? Wann setze ich die ein? Also, fangen wir an mit der regulären Infanterie. Das ist diese hier. Jawohl. Bestehend aus 8 Mann. Die ist eigentlich so mein klassischer Opener. Also die reguläre Infanterie ist immer die erste Einheit, die ich baue. Weil die hat alles dabei, was ich brauche. Die hat Rauch dabei, die hat Panzerabwehrgranaten dabei, 3 Stück, wenn ich sie brauche, und die hat normale Handgranaten dabei. Aber das Wichtigste, was die Infanterie hat, ist das MG42 hier bei den Deutschen Verstanden. oder generell ein MG. In jeder Fraktion. Dieses MG ist extrem wichtig, denn gerade im Zweiten Weltkrieg war das MG Dreh- und Angelpunkt der Infanterietechnik. Und das spiegelt sich auch im Man of War wieder, weil das MG eine extrem große Reichweite hat, extrem großen Schaden verursacht und dazu noch eine hohe Kadenz. Bei den Deutschen merkt man das natürlich extrem, also das MG42 ist unübertroffen.
Ist klar. Dafür haben die Deutschen auch Verstanden. Probleme mit der sonstigen Feuerkraft. Also sie haben ja ansonsten den Verstanden. Karabiner 98. Und wenn dann der Amerikaner mit der Jawohl. M1 da steht, dann hat er das halbe Magazin in einen reingedrückt, bevor man zwei Schuss abgegeben hat. Deswegen ist das MG42, gerade wenn man die Deutschen spielt, ganz, ganz besonders wichtig und dass man es auch ordentlich platziert. So, also reguläre Infanterie spiele ich am Anfang, Jawohl. besonders weil sie eben alles dabei hat, weil ich damit eigentlich auf alles vorbereitet bin und weil sie so eine Volkssturmeinheit, gut, den Volkssturm kann man am Anfang sowieso nicht bauen, aber sie ist Jawohl. der Sturminfanterie Verstanden. dahingehend überlegen, dass sie eben dieses MG mitbringt. Und wenn Verstanden. man das richtig platziert, dann holt man da auch zwei Squads weg, ohne Probleme. Okay, gucken wir uns die Einheit noch mal ein bisschen genauer an. Was ist noch ein weiterer Jawohl. Vorteil? Der weitere Vorteil ist, dass diese Einheiten einigermaßen erfahren sind. Also die haben hier in ihren Waffenspezifikationen haben die immer zwei Punkte. Das heißt, die sind schon einigermaßen erfahren. Im Gegensatz zu diesen Verstanden. Volkssturmeinheiten, die hätten jetzt zum Beispiel nur einen Punkt Jawohl. hier. Das heißt, die sind weniger gut mit ihren Waffen. Ja, auch der MG-Schütze hat hier Verstanden. zwei Punkte, der Gruppenführer hat zwei Punkte. Dann bringen sie nicht nur diese Karabiner mit, sondern die bringen auch noch zwei Einheiten mit, die eine MP40 dabei haben. Auch ein weiterer Vorteil. Gut, die haben hier natürlich auch MPs. Der Volkssturm, muss man Jawohl. dazu sagen, der hat keine MP40. Das ist diese Verstanden. konische MP3008. Ja, habe ich noch nie gehört vorher. Und Verstanden. ja, die sind natürlich auch ein bisschen schlechter Jawohl. ausgebildet an diesen Waffen. Dazu bringen sie auch keine Panzerabwehrgranaten mit und keinen Rauch, sondern Verstanden. ja, ein paar Handgranaten. Das war's. Also selten schlecht oder selten gut ausgerüstet. Oder selten schlecht. Ja, selten schlecht. So, jetzt haben wir's. Jawohl. Wenn ich mir jetzt hier die Sturminfanterie angucke, die ist ein bisschen anders aufgestellt. Also die ist wirklich für offensive Zwecke gedacht. Macht aber am Anfang meines Erachtens wenig Sinn, weil ihr wollt euch ja beeilen, ihr baut die reguläre Infanterie und dann hetzt ihr los zu der taktisch wichtigen Position auf der Karte. Ja, in der Regel sitzt der Feind da ja nicht. Ihr habt ja die Hoffnung, dass ihr vor dem Feind da seid. Und wenn der Feind irgendwo sitzt, dann reicht unter Umständen auch eine Sturminfanterie schon gar nicht mehr. Ja, Verstanden. also ich setze die kaum ein und wenn dann Jawohl. eher im Midgame, um vielleicht wirklich mal eine Geschützstellung auszuheben. Ja, die haben Rauch dabei und zwar ordentlich. Die können sich gut einnebeln. Das sollte man auch einsetzen. Die haben die Panzerabwehrgranaten mit, da kann man ein Geschütz halt komplett mit ausschalten, ohne dass sie es wieder besetzen können, und 15 Handgranaten. Dazu kommt, dass sie Verstanden. halt mehrere MP-Schützen haben. Ich gucke jetzt kurz nach meiner Liste, bevor ich zähle. Wo haben wir's? Genau, die haben nämlich dreimal Sturmschützen dabei mit dem Karabiner 98, genau, ein Sturmtruppführer mit dem Sturmgewehr 44, was seinerzeit weit voraus ist und weit überlegen, der hat zusätzlich auch drei Punkte mit seiner Waffenqualifikation, der Gruppenführer hier. Und dann haben sie noch Sturm-MP-Schützen, die haben die MP40 dabei. Da dann aber auch nur zwei Punkte in Anführungszeichen. Also sie sind wirklich offensiv Jawohl. ausgelegt, haben auf Entfernung nicht so die Kampfkraft, da ist die reguläre Infanterie gerade durch das MG42 dann überlegen. Naja, also wir merken für offensive Zwecke, Verstanden. vielleicht mal eine Geschützstellung ausheben. Okay, nehmen wir die Sturminfanterie am Anfang als Allrounder und generell, um irgendwelche Stellungen vielleicht zu halten und zu verteidigen, nehmen wir die reguläre Infanterie, gerade wegen dem MG. Ja, von der Mannstärke sind die ja gleich, unterscheiden sich wirklich nur in Ausrüstung und Waffenqualifikation. Und hier der Volkssturm, Jawohl. das sind halt die Assis vom Dienst. Die hole ich dann, wenn ich völlig verzweifelt bin oder wenn ich genau weiß, okay, ich komme da eh nicht übers Feld, ich opfer jetzt ein paar Leute, um vielleicht andere Truppen zu decken oder den Feind einfach nur abzulenken, zu beschäftigen, damit ich woanders vorrücken kann. Oder vielleicht habe ich die Hoffnung, dass einer durchkommt und vielleicht doch noch die Granate rüberwerfen kann. Ja, dann hole ich die Sturminfanterie ein, den Volkssturm und ja, fabriziere dann solche Verzweiflungstaten. So. Okay, das zu diesen drei Hauptinfanterietypen. Jetzt schicke ich die mal hier Wird rüber, erledigt. damit wir jetzt hier mal ein bisschen Platz haben. Und dann hole ich noch mal ein bisschen was anderes rein. Ich hole jetzt nicht die Fallschirmjäger rein, sondern mal die Panzergrenadiere. Das ist jetzt hier so quasi die Elite-Einheit, die man für normale Punkte reinholen kann. Ich meine, hier für diese MP-Punkte kann ich ja immer noch andere Sachen reinholen, zum Beispiel die Brandenburger oder die Fallschirmjäger hier mit dem Spähwagen. Es ist ja auch nochmal eine Form von Infanterie, die kann ich natürlich auch reinholen.
aber die werden wir jetzt dezidiert nicht betrachten, sondern wirklich hier nur noch die normalen Einheiten. So, das sind jetzt die Panzergrenadiere der Deutschen. Das ist quasi so die Verstanden. Infanterieeinheit schlechthin hier. Die sind alle ausgerüstet mit, ja, ich habe es mir aufgeschrieben, mit dem Sturmgewehr 44 viermal. Dann haben wir zweimal ein G43 und dann nochmal zweimal eine MP40. Dazu noch zwei ATs. Ja, die Panzerschrecks haben sie dabei, also Jawohl. nicht die schwere Panzerfaust, aber die Panzerschrecks. Aber der größte Vorteil dieser Einheiten ist, Verstanden. man sieht es, die haben Jawohl. hier 4 Punkte bei der Waffenqualifikation. Die haben dazu das Sturmgewehr 44, was halt wirklich einfach nur überlegen ist, es ist der Hammer. Und eben noch Panzerschrecks dabei, 2 Stück. Ja, das sind Einwegwerfer, deswegen haben die auch nur 2 Mumpeln dabei, keine Munition, keine weitere. Verstanden. Und dazu bringen die aber noch jede Menge Verstanden. Sprengstoff mit. Die haben dabei noch 10 Rauchgranaten, 10 Panzerabwehrgranaten, 25 Handgranaten. Das heißt, das Equipment ist auch gut aufgeteilt. Es ist jetzt nicht so, oh, da stirbt jetzt einer, da habe ich keine Panzerabwehrgranaten mehr, sondern da hat eigentlich fast jeder eine. Dazu haben sie halt wirklich gutes Gerät dabei, gutes Gerät am Mann, was jetzt die Handfeuerwaffen betrifft. Und das sind Einheiten, mit denen kann ich Schlüsselpositionen halten. Das ist bei einer Map, die jetzt so groß ist wie dieser, weniger ratsam. Es sei denn, der Gegner konzentriert irgendwo seinen Vorstoß und ihr wisst das. Na, hier würde ich aber eher auf reguläre Infanterie setzen, einfach um die breite Masse abzudecken. Vielleicht müsste ich sogar nur noch Volkssturm irgendwo spielen. Ja, ist es eine enge Map? Macht das Sinn? So eine Infanterieeinheit irgendwo hinsetzen, wo Jawohl. sie taktisch gut platziert ist und die macht einem alles weg. Fahrzeuge, Infanterie, was da, ja, was auch da kommt. Oder eben auch Schlüsselstellung einnehmen mit denen. Das geht ziemlich gut. Sollte man sich aber wirklich ganz genau überlegen, ob sich das wirklich lohnt? Weil die kosten viel Kampfkraft, also ihr habt ja immer nur ein gewisses Kontingent, was ihr auf dem Feld haben könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Panzer reinholt und dann nochmal zwei von diesen Trupps hier, dann ist der Feierabend. Dann könnt ihr nichts weiteres mehr reinholen und ob ihr dann noch die ganze Masse hier abdecken könnt, wage ich dann zu bezweifeln. Dann bringt euch das nichts, weil dann kann man euch wieder umlaufen, flankieren und dann nützen euch die besten Einheiten nichts. So. Ja, deswegen muss man sich überlegen, lohnt es sich das, meine Kampfkraft auf eine Einheit hier in Verstanden. Anführungszeichen zu verschwenden? Sollte man im Gedächtnis behalten. Okay. Jawohl. So, jetzt haben wir also geklärt, was gibt es für unterschiedliche Infanterietypen, was muss ich da beachten? Letzten Endes zählt für euch oder für euch ist wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in jedem Spiel, wo gute Gegner aufeinandertreffen, letzten Endes siegentscheidend ist, wer besser mit der Infanterie umgehen kann. Das hat viel mit Micromanagement zu tun und ganz viel mit ja, taktischem Bewusstsein. Manchmal geht es auch ein bisschen auf Zeit und manchmal sind es auch Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ja, welche Einheit tue ich jetzt rein, wo gehe ich lang? Was ist die taktisch klügere Position? Brauche ich diese Position oder gebe ich die nicht lieber auf? Das sind diese Entscheidungen, die da mit reinspielen. Und wie man mit Infanterie jetzt richtig umgeht und was es da zu beachten gibt, das machen wir jetzt im zweiten Teil dieses Videos und ich mache einen kurzen Cut.